Einen wunderschönen guten Abend, Freunde des Wiederaufbaus, und willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit dem Krian natürlich. Hallo Yogi. Hallo Das Krian! wollte ich jetzt nicht, aber okay. Wir sind gerade am aggressiv Bäume fällen und aggressiv Spikes platzieren. Die aggressiven Zombies, unser Problem beim nächsten Mal nicht mehr so hart sind. Aber sie werden alle sterben. Wenn ja nicht wieder die explodierenden Dullis kommen. Ich wusste nicht mal, dass es welche gibt, die explodieren, muss ich ja gestehen. Das wusste ich auch. So, dann craften wir nochmal weitere Spikes. Füllen jetzt erstmal unseren Pool aus. Und ersetzen die. Hattest du gestern beim Trader geguckt, was er an Magazinen im Angebot hat? Nein, weil ich direkt zurück bin, weil einer musste ja hier sein. Das ist eine True Story. Ist aber das erste Mal wieder gewesen, dass die hier wirklich sehr weit reinkamen. Ja, das haben sie lange nicht mehr gemacht, das ist korrekt. Die letzten Male, ist ja mal die letzten einzelnen. Aber gut, ich meine durch die Explosion. Und gut, die fehlende 7,62er. Also ich glaube, wär mal da besser mit der Munition versorgt gewesen, wäre das weniger ein Problem gewesen. Weil erstens muss man halt so oft nachladen mit der AK. Und der Damage dürfte auch etwas höher sein, glaube ich. Ja, ich habe am Anfang auch nur die 9 mm genommen. Ja gut, aber das hast du letztes Mal auch, oder? Kann sein. Ich meine nämlich, da hätte ich mich noch gewundert, warum du am Anfang nur die genommen hast. Weil ich immer erst die 7,62er leer schieße und dann die auf die 9 mm wechsle. Ich habe da im Leader die gute Munition da, wenn es einen Notfall gibt. Ja, verstehe ich auch wieder. Verstehe ich auch. Blöcke. Wenn mal 100. 100 Blöcke, da kriegen richtig Böcke. Wie kann es sein, dass da die unteren kaputt sind, aber die oberen nicht? Dann lassen wir es so. Ich habe jetzt keine Lust, da welche kaputt zu machen, um sie dann wieder zu reparieren. Macht ja gar keinen Sinn. Wann wirst du resupplied? 94, okay. Kein Holz. Ausgeholzt. Ausgeholzt! Fahr jetzt diese scheiß Trader ab, um zu wissen, ob es irgendwo unsere Magazine gibt. Weil ich sehe es eigentlich nicht ein, dass wir bis zur nächsten Horde nicht die Chemistry Station haben und Billigmunition produzieren vergleichsweise. Und Holz kann ich dann nachts holen. Ich finde es so lustig, wie motiviert er einfach immer Fahrrad fährt. Strampel, 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 strampel. Ich fände es cool, wenn man die Spikes wieder aufheben könnte. Oh, da, das wäre geil. Aber die bauen wir so gut zusammen, dass man die nicht mehr aufheben und auseinanderbauen kann. Deswegen kann man sie nicht aufheben. Das ist der Grund.
Ich meine, ich finde es ja schon gut, dass das möglich ist, dass man Sachen repariert. Weil sonst wäre ja immer nur die Option kaputt machen. Das wäre ja auch ein bisschen bescheiden. Ich hatte übrigens gedacht, mal, ich schaue mal in diesen Developer-Stream rein. Ich habe dann da kurz durchgeskippt und na, das, der dritte zumindest war, wir zeigen Gameplay. Und da, wo ich hingeskippt habe, stehen dann die drei Dullis genauso wie wir auf Dächern und schießen auf Zombies, die da hochkommen. Mit Munition. Ich dachte, ja gut, das muss ich mir jetzt nicht antun. Aber vielleicht soll ich mal in Ruhe reingucken. Aber auf der anderen Seite, dann wird man halt auch gespoilert. Mir ging es eigentlich wirklich nur ums Datum, aber das Datum ist. Aufgrund dadurch, dass es ja nochmal experimental rauskommt, nicht so ganz safe, würde ich mal behaupten. Moin, Hey, Jen. Jen. I'm starting to think you like Dr. Jen. Natürlich mag ich Dr. Jen. Maybe next time I'll have what you need. Ja, warte mal, wann bist du? Auch Are you in so soon? 94. I was hoping we could hang out a while. Ich nehme an, dass an Tag 94 dann der Supplier einmal komplett rumfährt. Genau, das denke ich auch. Deswegen fahre ich jetzt gar nicht erst zum dritten. Ja, fahr halt gegen die Wand. Die kleine Supplier, der den Leuten ein bisschen was. Ich meine, der könnte auch bei uns vorbeifahren. Ich würde ihm was abkaufen. So ist es nicht. Man muss ja ein bisschen direkt Verkauf auch. Er muss ja nicht die Leute. Also warum Zwischenhändler? Ich meine, er kann einen besseren Deal machen. Ich zahle zwar weniger als beim Trader, aber ich würde mehr zahlen, als er vom Trader bekommt. Aber nein. Das will er wieder nicht. Ich würde ihm ein gutes Ei, ein Angebot machen, was er nicht ausschlagen kann. Wenn wir davon ausgehen, alle 7 Tage eine Horde. Frühestens 97 wieder. Und wir machen etwa, ich glaube, alle 1,5 Folgen ist ein Tag, oder? Ja, könnte hinkommen. So Pi mal Daumen. Wir haben Stand jetzt noch 4 Wochen voll, also 12 Folgen, also noch 10 Folgen nach dieser, die wir machen werden, weil dann ist Ende des Monats und dann Sollte sollte im die Normalfall Vollversion raus sein. die Vollversion raus sein, mit der wir dann im August starten wollen. Oder für den August starten wollen, vielmehr. Ich würde postulieren, dass wir jetzt die gesamten Materialien, die wir in der Forge haben, den Clay und Eisen, zu Eisenbarren machen und dass wir die äußerste Reihe an Spikes mit Eisen aufwerten. Okay, ich Weil würde das wird die dagegen letzte Horde halten. sein, die wir haben. Ich würde insofern dagegen halten, dass ich gerne noch Bullet-Tipps und Casings hätte. Bullet-Tipps sind aus Blei, Casings aus Brass. Okay, ja, dann habe ich gar keinen Schmerz dabei. Hau rein. Zumindest sofern ich mich nicht falsch informiert bin, aber ich meine, es wären Bleikugeln, die wir nutzen. Keine Eisen. Die Tipps ja, und also die Casings sehen hart nach Brass aus, das würde zumindest Sinn machen. Ich würde jetzt die Nacht über Holz farmen. Und bei Tagesanbruch würde ich in unsere erste Stadt hier nochmal fahren und gucken, ob da ein Daycare ist, den wir noch nicht gelootet haben. Weil das war eine gute Quelle für Magazine. Weil ich bezweifle, dass wir ein Daycare gelootet haben, wenn wir ihn gesehen haben, weil, ne, ist ja nur ein Kindergarten. Das ist so nervig. Das ist so nervig, dass du hier nirgendwo richtig zielen kannst zum Aufwerten. Gib mir das auf den Sack, ey. Er muss halt auch mal eine Runde Zielwasser trinken, Krian.
das war früher besser. Da hast du dann gesehen, was du anvisiert hast, weil das dann aufgeleuchtet ist am Rand. Und es waren vor allem Ja. Vierecke. Guten Leuchtvierecke. Sag mal, warum kann ich ihn trotz Hammer, trotz Kaffee nicht durchgehend schlagen? Das nervt ein bisschen. Ich will doch nur ganz normal Bäume fällen. Ohne Ausdauerprobleme. Ich meine, gut, könnte ich im echten Leben ja auch nicht, aber ne, darum geht's ja nicht. Im echten Leben habe ich auch keine Zombies. Spikes. Ein Bäumle steht im Walde ganz starr und stumm. Ich nehme meine Axt und hau es um. Ich werde echt wahnsinnig wegen den Spikes. Nicht wahnsinnig werden, okay. Soll ich ein paar Spikes platzieren? Macht mich trotzdem wahnsinnig. Dann musst du dem Wahn nicht verfallen. Wir müssen nach auf jeden Fall durchkalkulieren, wie viel Eisen wir brauchen, um die gesamte, ich würde sagen, die gesamte äußere Ja, Linie. Also dass mal innen würde ich eine Reihe außenrum auf jeden Fall Eisen genau haben, sagst du. den kompletten äußeren Ring auf Eisen machen, weil wir wissen nicht genau. Wobei diesmal kamen sie ja von Ich mehreren meine, wir Seiten. könnten auch sagen, dass wir den inneren Ring machen, Weil es weniger ist. weil es weniger ist und vielleicht, ne, wenn wir dann wollen, dafür zweietagig Eisen, weiß ich nicht. Weil das so die, ich sag mal, letzte Verteidigungslinie ist. Wobei außen, sag ich mal, machen sie ja eher flächig kaputt, während sie innen dann eher einzelne kaputt machen. Deswegen weiß ich nicht, ob außen nicht besser wäre. Das weiß man nicht so genau. Weiß man einfach nicht. Schwingt die Axt und haut auf den Baum. Der Baum wird gehauen, der Baum wird gehauen. Ich finde das sehr schön, dass hier kein nächtlicher Zombie-Besuch kommt, während ich Bäume fälle. Noch fertig von der Horde. Ja, die sind erschöpft, die müssen sich auch erstmal regenerieren. Wir haben gesehen, wie viele ihrer Kumpels gestorben sind. Manche sind ja explodiert. Und sie hat, nein, heute Nacht mal nicht. Bleiben wir mal drin. Der ganze Rumgerenne. Nachher werden wir umgebracht. Das wollen wir ja dann auch wieder nicht. Können wir den ganzen lieben langen Tag ja keine Zombie-Dinge mehr machen. Ja, am 9. Juni war ja Europawahl. Ja. Und bei uns waren auch noch Kommunalwahlen. Bei uns Wir haben auch? noch Ortsvorsteher, Ortsbeirat und Stadtbeirat gewählt. Ja, ich weiß nicht, was bei uns alles gewählt wurde, aber ich glaube, Gemeinderat wurde gewählt. Und ja, wenn wir jetzt für den Gemeinderat zwei Listen hätten, dann könnte ich dir sagen, es war nur der Gemeinderat, aber ja, du wolltest da Auf jeden mehr Fall hatten wir sagen. halt dementsprechend vier Wahlzettel gab es bei uns bei der Wahl. Und ich gehöre ja schon seit Jahren immer zum Wahlvorstand als Ja. Wahlhelfer. Und war dementsprechend auch bei dieser Europa- und Kommunalwahl eben wieder drin. Ich war aber das erste Mal im Briefwahlvorstand. Sprich, wir haben die Briefwahlen ausgezählt. Ausgezählt. Ja, das läuft halt ein bisschen anders, weil während du am normalen Wahltag, wenn du da im Urnenwahlvorstand bist, bist du halt morgens um 7:30 da. Man bereitet alles vor und dann bist du entweder bis um 1 da oder du gehst nach Hause und kommst um 1 wieder, damit jeder eben 5 Stunden lang da gesessen hat und dann eben mit auszählen musste.
Weil beim Auszählen muss Ganz jeder da ganz sein. kurz, wie ist das eigentlich, wenn, also wenn du bei der Urnenwahl bist, ist es dann so, dass, keine Ahnung, ab 9 Uhr wird gewählt oder ab 8 Uhr und um Ab 10 8 Uhr. Uhr wird ein Teil nochmal aus der Urne schon mal rausgenommen und gezählt oder Nein, wird da bis bleibt 18 Uhr drin. gewartet? Okay. Es muss bis 18 Uhr gewartet werden. Okay. Es darf nicht vor 18 Uhr gewählt, ausgezählt werden. Okay. Das ist auch bei der Briefwahl so, weil es darf bis zum Wahltag, bis zu einer festen Uhrzeit noch abgegeben werden. Ja. Im Briefwahlzentrum sogar selbst. Das heißt, es kann eben sein, dass wir um kurz vor 6 noch eine Ladung, das bist du, Das bin ich, eine ja. Ladung an Wahlen, an Wahlstimmen kriegen. Und damit ihr nicht sagt, oh, guck mal, hier wurde schon ganz viel die SPD gewählt, also wird die eh gewinnen, also sage ich meinem Kumpel mal, der soll die auch wählen, damit mein Winner Wahlpartei Wähler ist. Ich hätte hier noch eine Ladung Spikes schon mal. Jawohl. Okay, und Und andere, ja, erzähl erstmal ja. weiter, ich merke mir meine Frage. Und ich war halt diesmal dann erstmals beim Briefwahlvorstand. Und weil das eine sehr große Wahl ist, mit insgesamt 4 Wahlzetteln, haben sie zum einen manche Vororte oder Stimmbezirke halt nochmal aufgeteilt. Also, das ist dann, was weiß ich, Mainz. Also, es gibt natürlich insgesamt in Mainz mehrere Vororte. Ja. Und die haben dann sogar halt Mainz Vorort A 1 bis 5 gemacht, damit eben die gesamten Stimmen aus Vorort A geteilt wird in 5 ungefähr gleich große Teile. Genau kann man es nicht machen, weil du kannst ja nicht voraussagen, wie viele Leute gehen wirklich wählen, wie hoch ist die Ja. Wahlbeteiligung und so. Und es kam dann halt darauf raus, dass es hieß, okay, wir müssen um 13:30 Uhr bereits da sein, weil die 4 Wahlen vorbereitet werden müssen. In dem Sinne von, du Sorry. musst die ganzen Wahlbriefe erstmal auswerten, du musst gucken, sind alle stimmberechtigt, die da ihre Stimmen abgegeben haben. Und das dauert halt eine Zeit lang bei 4 Wahlen, ungefähr 600 Stimmen, also 2.500 Stimmen, die vorbereitet werden mussten. Ja. Das haben wir dann gemacht. Um halb zwei mal angefangen. Es gab erstmal ein paar kleinere Pannen. Und dann haben wir eben losgelegt. Wir waren um 4 Uhr fertig mit dem Ja. Vorbereiten der Wahl. Ja. Das heißt, ab 4 Uhr haben wir bis 6 Uhr sinnlos rumgesessen, weil wir durften auch nicht gehen, weil die Wahluhren ja nicht unbeaufsichtigt bleiben Ja. dürfen. Die Chance, dass Und jemand in den Raum geht, in dem wir sind, war quasi null, weil wir in der Ecke von der Ecke waren, aber trotzdem, egal, du kann ja musst halt. trotzdem irgendwer sich reinsneaken und die Wahl manipulieren. Exakt. Es muss eben gewährleistet sein, dass die immer von mindestens 3 Leuten auch, also du darfst doch nicht alleine damit bleiben. Es müssen mindestens Und 3 Leute auch nicht sein, die zu darauf zweit, weil bei achten. 3 Leuten sagt man, 3 Leute können sich nicht verschwören, sondern Also könnten schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr viel kleiner. als wenn man nur 2 hat. Genau, gut, das macht Sinn. Also es muss immer mindestens 3 Leute sein. So, das haben wir dann auch gemacht. Und wir saßen halt ab 4 Uhr sinnlos da rum bis um 6. Dann begann das große Auszählen, was bei dieser Wahl extrem nervig war, weil ich glaube, wir sind um 11 Uhr abends raus. Ui. Wir haben eine wandernde Horde. Nee, das bist du. Ja, wir haben eine wandernde Horde, aber sind nur 4 Stück. Die dezimiere ich gerade schon. Ja, also wir waren bis um 11 Uhr waren wir da, 11 Uhr abends. Und was jetzt ist, es gab bei unserer Ortsvorsteherwahl keinen eindeutigen Gewinner. Das heißt, es gibt eine Stichwahl jetzt am Sonntag, also bei uns jetzt Yeah. am Sonntag, bei euch in vor ein paar Wochen. Und ist ja prinzipiell nicht schlimm, weil das stand ja vorher schon fest, dass wenn es eben eine Ortsvorsteher-Stichwahl gibt, dass wir halt wieder dazugehören werden. Ja. Also dass wir dann derselbe Vorstand wieder genutzt wird. Eigentlich alles klar, weiß ich Bescheid, ist ja kein Problem. Ja, ist eine schöne Sache für Jetzt, dich eigentlich. ja, jetzt kam Anfang der Woche eine Mail von der Stadt, in der halt gesagt wurde, wann wir da sein sollen. Ich habe kein Holz mehr. Wann wir da sein sollen, weil ich wieder im Briefwahlvorstand bin. Und Ja. dementsprechend, und wir müssen ja auch nicht wieder um 13:30 Uhr da sein. Weil es ist ja nur ein Viertel, es kann ja nur ein Viertel der Stimmen maximal geben. Weil ja nur eine von 4 Wahlen wiederholt wird. Die Europawahl Genau. ist ja durch und die Stadtratswahlen und Ortsbeiratswahlen, die sind durch. Da ist ja dann prozentual gesehen, wer eben einen Sitz kriegt und wer nicht. Aber bei Ortsvorsteher nicht, weil es da einen eindeutigen Sieger geben muss, weil der eben dann der Ortsvorsteher, die Ortsvorsteherin ist. Ja, der muss dann, die dann rumstehen muss, so, ne? Genau, die steht dann einfach nur rum, oder er. Richtig, Auf das jeden sagt der Fall Begriff ja schon. kam dann die Nachricht, dass wir um 15 Uhr da sein sollen. Ne? Ich habe das gelesen und dachte mir, okay, wir dürfen erst um 18 Uhr, verdammt, wir dürfen erst um 18 Uhr anfangen, Auszuzählen. auszuzählen.
weil bis 18 Uhr offiziell gewählt werden darf. Und dann Ja. habe ich dann 15 Uhr sollen wir da sein, für vielleicht 600 Stimmen vorzubereiten. Ja, was heißt vorbereiten in dem Fall? Was müsst ihr da Also in machen? dem Fall, du musst die, weil es ja per Briefwahl ist, hast du einen Wahlschein, auf den eben dein Name steht, wo du unterschreiben musst. Wir müssen gucken, A, ist die Person wahlbefugt, also ist sie vielleicht irgendwie ausgegrenzt worden wegen irgendeinem Grund, weil sie zum Beispiel bei der Ortsvorsteherwahl musst du schon 3 Monate lang in Im Ort dem leben. Wohn im Ort leben, sonst darfst du dafür nicht wählen, zum Ja. Beispiel. So hat eine Sekte Das in muss ge Amerika mal eine Wahl ausgetrickst. Okay. Wenn du das sagst, das weiß ich nicht. Es gab mal so eine Sekte in Amerika und die haben also so ihr Sektengelände gehabt und haben nach und nach so das Dorf da auch übernommen und die haben ganz viele Obdachlose geholt in ihre Sekte, um halt, ne, dass es denen besser geht. Die haben die Busweise angekarrt. Hey, und dann war zufällig die Wahl zum, ich sag jetzt mal Ortsvorsteher, es wird irgendwas anderes gewesen sein, aber ähnlich halt, oder zum Bürgermeister, Sheriff, irgendwie sowas. Und dann haben die halt alle auch gewählt, weil die waren ja dann gerade da. Ja, und damit das halt nicht passiert, musst du halt schon eine bestimmte Zeit lang in dem Ort wohnen. Ja. Und das muss halt dann überprüft werden mit einem Register, ob die Person wahlberechtigt ist für diese Wahl und ob die Unterschrift drauf ist, weil nur mit Unterschrift ist der gültige Zettel. Ja, Weil, aber was natürlich wichtig ist, du hast ja dann, also du hast einen Umschlag, den kriegst du, musst öffnen. In diesem Umschlag ist dieser Wahlschein und ein weiterer Umschlag. Und in diesem weiteren Umschlag ist dann Stimmzettel, weil die Stimme muss trotzdem ja geheim und aber eigenwillig gemacht worden sein. Ist das, also, ne, ganz dumme Frage, warum kriegen Leute Briefwahlunterlagen zugeschickt, die unter Umständen gar nicht wählen dürfen? Ich glaube, weil die automatisch einfach an alles raushauen, was irgendwie eingetragen ist. Weil ich meine, rein theoretisch, ne, ich krieg ja meine Wahlbenachrichtigung, hey, Sie müssen wählen kommen, oder Sie beantragen Briefwahl, dann beantrage ich Briefwahl, dann kriege ich die Briefwahlunterlagen zugeschickt. Zumindest läuft das bei uns so. Ja. Und in dem Fall dieses Mal gab es für unsere Gemeinderat, hat man uns auch die Gemeinderatwahlzettel noch zugeschickt. Die Europawahl nicht, weil das illegal wäre. Warum auch immer das eine anders gehandhabt wirkt, aber gut, andere Geschichte. Ja, ich nehme an, dass sie halt einfach dann nur alles raushauen, was halt im Register ist, im Sinne von also welche Adresse ist. Ja. Einfach raushauen und dann sagen, okay, und danach muss halt nachträglich geändert werden. Vielleicht wurde auch danach noch umgezogen. Ja. Oder wenn jemand verstirbt, Ja. währenddessen, dass dann eben heißt, okay, die Person ist seitdem verstorben, weil du kannst ja schon Monate oder Wochen vorher deine. Brief wählen und bist aber bis dahin verstorben und dann bist du natürlich Oder nicht mehr ziehst nochmal wahlberechtigt. um, exakt, dann bist du nicht mehr wahlberechtigt. Und dann wird halt, weil dieses Register ist halt auf aktuellerem Stand Ja. im Vergleich zu den anderen Sachen. Wahrscheinlich deswegen. Also ich kann es nicht Das hundertprozentig sagen, ja gut, das wird ja tatsächlich Sinn machen. weil ich gehöre nicht zu den Organisatoren. Ich bin nur ein armes Bienchen, das da Ein auszählt. fleißiger Zähler. Auf jeden Fall, wir sind eigentlich schon drüber. Ich würde sagen, wie es weiterging mit dem Ding, sagen wir dann in der nächsten Folge. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, haut rein wie dieser Zombie und bye bye. Auf Wiedersehen.